zunächst einmal muss ich sagen, ist es für uns natürlich heute der absolut ungünstigste Zeitpunkt gewesen, in Hannover zu spielen. Hat man auch, glaube ich, schon vor dem Spiel gemerkt. Die Zuschauer standen heute wirklich wie eine Wand hinter der Mannschaft. Trainerwechsel, wissen wir immer, was das auslöst auch. Und von daher waren wir natürlich gewarnt und haben eine hitzige Atmosphäre erwartet und haben versucht, die Mannschaft darauf vorzubereiten, dass wir da gut dagegen halten. Sind sicherlich dann auch entgegengekommen, dass wir früh ein Tor machen. Aber dann ist Hannover doch besser auch ins Spiel gekommen, hat den Ausgleich gemacht. Und in der ersten Halbzeit sind wir dann immer wieder auch unter Druck geraten, auch wenn wir selber noch eine Wahnsinnschance hatte mit dem Innenkopfball oder Kopfball an den Innenpfosten. Ja, und ich glaube, auch noch eine strittige Elfmetersituation mit Hand. Aber letzten Endes war Hannover, glaube ich, ein Tick besser in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir uns da dann richtig gut reingefightet, auch in diese Partie. Das war nur so möglich, heute hier zu bestehen. Haben entscheidende Zweikämpfe dann auch gewonnen. Und haben dann auf die Chance gelauert, dass wir irgendwann vielleicht vorne auch nochmal zuschlagen können. Hätte ich mir den ein oder anderen Konter mehr noch gewünscht, dass wir da noch besser zu Ende kommen. Aber letzten Endes, klar, sind wir heute super zufrieden, dass wir hier 2-1 gewinnen, weil das war eine ganz, ganz schwere Aufgabe für uns. Manchmal bist du halt sehr effizient in der Chancenverwertung, aber die eine Chance Innenpfosten war ja auch noch ein Kopfball. Ich weiß aber gar nicht, welcher Spieler das war. Strobel vielleicht, ja. Aber zuletzt hatten wir es nicht immer geschafft, so eine gute Quote zu haben vor dem Tor in den entscheidenden Momenten. Heute waren wir da sehr effektiv und konzentriert. Ne? Deswegen kannst du dann auch so ein Spiel mal auswärts gewinnen. Es ist tatsächlich so, dass wir uns heute sehr freuen über diesen Sieg. Und ich schaue weder einen Tag zurück noch einen Tag nach vorne. Und alles andere ist vollkommen egal heute. Wir haben heute endlich auswärts 3 Punkte wieder gemacht und sind deswegen sehr froh, dass uns das heute gelungen ist.